Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Yannick. Mein Name ist Marc. Mein Name ist Jan. Mein Name ist Flo. Und meiner Benny. Wie ihr sicherlich schon wisst, haben wir vor ein paar Wochen das Video mit den Fragen hochgeladen. Und heute beantworten wir eure Fragen. Die allererste Frage stammt von André Raho und die Frage hieß: Was war dein allererstes Fahrgeschäft, das du je gebaut hast? Das ist bei mir gar nicht mal so einfach. Ich weiß gar nicht, was war denn bei dir das erste, Mark? Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, Frisbee oder Booster Max müsste es gewesen sein. Aber auch sehr schlecht. Bei mir war es, glaube ich, so eine Billigversion ohne Antrieb von einer Eclipse, aber auch voll überdimensioniert. Bei mir war es ein Flipper, aber der, ja. Bei mir müsste es, meine ich, noch ein Skater gewesen sein. Und ich glaube, bei mir war es ein Breakdance mit 4 Gondeln, der dann hochfahren konnte, also eine Art Flipper-Breakdance. Okay, ziemlich anspruchsvoll. Allerdings. Die zweite Frage kommt von Pascal Böschendörfer und sie hieß: Könnt ihr dann mal ein Tutorial vom Breakdance machen wegen dem Drehkranz? Dazu muss man sagen... Eigentlich ja. Ja, normalerweise, wie gesagt, man könnte ja bei Jan Playgo vorbeigucken, er hat ja auch schon ein Video gemacht. Und ja, wenn das sonst noch nicht reicht und du noch mehr Fragen hast, dann einfach in die Kommentare rein. Die dritte Frage stammt von Killerfrit VFX und sie heißt: Woher kriegt ihr die Bauanleitung? Ja, wer möchte mal beantworten? Ja, also die Bauanleitung, also wir benutzen eigentlich ja keine Bauanleitung, überraschenderweise, sondern wir denken uns das eigentlich aus, mehr oder weniger. Oder man fährt auf den Kirmesplatz und macht Fotos. Und wir gucken im Internet nach den Originalfahrgeschäften und suchen uns zum Beispiel die Deko raus und schneiden die dann am PC zum Beispiel zusammen. Und ja. Ja, oder wenn bei dir in der Nähe eine Kirmes ist, fahr einfach mal hin, guck dir alles an und dann wirst du bestimmt auf eine Idee kommen, wie du was mit Lego bauen kannst. Ja, und sonst setzen wir die Ideen halt noch mit dem Lego Digital Designer manchmal um, um zu planen, welche Steine wir brauchen. Ja, und welche Größe das danach hat. Genau. Ja. Kommen wir zur vierten Frage. Die vierte Frage stammt von Florian Rademacher und sie heißt: Woher weißt du, welche Musik du nehmen möchtest und woher bekommst du die Musik? Ja, wer möchte anfangen? Yannick? Also das mit der Musik ist eigentlich so ein eher schwieriges Thema, weil man muss einmal auf die GEMA achten und einmal muss man darauf achten, ob die Musik überhaupt zum Video passt. Das heißt, wir suchen im Internet, also YouTube, nach einem passenden Lied und ja, wählen das entweder aus oder nicht. Also ich kann sagen, bei mir, also du kannst mal gucken auf youtube.com/nocopyrightsounds. Da gibt es eigentlich immer recht gute Musik, also die mir zumindest gefällt und die auch nicht von der GEMA gleich gesperrt wird. Genau. Also kannst da mal vorbeischauen. Ja, die benutzen wir auch manchmal. Also ist eigentlich immer unterschiedlich. Es gibt ja viele YouTuber, die für YouTuber Musik anbieten, die dann GEMA-frei ist. Da kann ich auch zum Beispiel empfehlen Dave Music. Ich glaube, das sehen die anderen drei genauso. Ja, ich auf kann jeden mich Fall. Nur anschließen. Dann hat uns auch noch eine Frage über Facebook erreicht. Die stammt von Pascal und er hat gefragt, wie man eine gute Zugmaschine baut. Ja, wie gesagt, da könnte man vielleicht auch nochmal ein kleines Video drüber machen, wie man eine kleine, aber auch gut aussehende Zugmaschine denn irgendwie baut. Und die könnte man ja dann auch nochmal als Video veröffentlichen auf irgendeinem Kanal von uns. Das ist eine gute Idee. Ja, oder du guckst dir einfach auch nochmal Bilder an und dann einfach mal gucken, lässt dich inspirieren. Oder nimmst einfach irgendeine Lego Cities Zugmaschine oder so, oder was weiß ich. Ja. Das stimmt auch. Das haben wir zum Beispiel früher immer gemacht. Die nächste Frage stammt von Victor L. und er fragt: Wie viel Geld gibt ihr immer für ein Fahrgeschäft aus? Er sagt auch noch dazu, er gibt um die 100 bis 200 Euro aus. Bei uns ist es eigentlich so, wir haben viele Teile zu Hause, relativ viele würde ich jetzt einfach mal sagen, und dadurch bestellen wir eigentlich kaum. Wenn man jetzt aber ein bestimmtes Fahrgeschäft baut, wozu man bestimmte Teile auch braucht, die man jetzt nicht wirklich hat oder nur wenige hat, dann kann es schon mal sein, dass wir welche auch im Internet bestellen. Links dazu in der Beschreibung. Und wie viel gibt ihr dann aus? Stimmt. Für ein Fahrgeschäft? Das war ja die eigentliche Frage. Und stimmt. Für ein Fahrgeschäft geben wir eigentlich gar nichts aus.
Ja, kommt, ich sag mal so, kommt eigentlich ja immer auf die Größe und auf, was man baut und wie welche Teile man braucht. Ich sag mal, jetzt für unseren Der Breakdance, fast fertig ist. da sind, wie viel ist da draufgegangen? 50 bestimmt, ne? Ja, um die 50 € bestimmt. Ja, also ich kann halt nur sagen, dass ich bis, also ich habe das mal so grob ausgerechnet. Und für meinen Breakdance werde ich noch so, ja, im Schnitt 500 € habe ich dafür jetzt ausgegeben. Läuft. Ja, da was heißt habe ich, werde ich dafür ausgeben müssen, so für alle Teile. Baut bei dir. Ja. Und man muss auch wiederum die Größe berechnen. Jan, der baut etwas größer als zum Beispiel ich und der Yannick. Und da gehen dann natürlich auch schon wieder mehr Teile drauf. Ja, Genau. da kommt es auch drauf an. Also du kannst im Ja. kleinen Maßstab bauen, im großen. Die nächste Genau. Frage stammt wieder von André Raho und er fragt, wie viel Lego kaufst du im Monat? Kommt drauf an, wie man gerade aktiv an einem Fahrgeschäft dran ist, am Bauen, dann entweder man kauft welche oder nicht. Ja, also bei mir ist es so, also im Monat, ich habe jetzt keinen festen Betrag. Ich kann jetzt nicht sagen, im Monat kaufe ich, weiß ich nicht, 100 Steine. Weil eben, wie Yannick schon gesagt hat, es gibt auch Monate, in denen kaufe ich nichts, dann gibt es andere Monate, in denen kaufe ich ganz viel und ja, so wechselt sich das dann halt ab. Mal so, wenn man braucht, bei mir auch nicht anders. Ja, also ich sag mal so, das kann man eigentlich nicht voraussagen, je nachdem wie und was man da braucht. Ja. Wie gesagt, kommt halt drauf an, wie viele Teile man gerade hat oder auch nicht. Und dann, so wie mit dem Geld, wie viel man halt ausgibt, ne? Ja. Variiert dann halt immer. Die letzte Frage für heute stammt von Luke Nator1 und er fragt, welche Bearbeitungsprogramm benutzt du? Und PS, wirklich hervorragendes Video. An einer Stelle danke für die positive Bewertung von dir. Und als Bearbeitungsprogramm benutzen wir alle Magix Video Deluxe 17 Premium. Ja. Das war dann auch schon das Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Über eine Bewertung sowie neue Fragen unter diesem Video würden wir uns natürlich freuen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.